Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Food Haul. Heute bin ich ganz alleine hier, weil Robert leider auf Nachtschicht ist. Aber ich habe ein Food Haul für euch. Ich war gerade bei Kaufland und ich wollte euch noch zeigen, was wir noch heute, ja, beziehungsweise gestern bei Aldi und bei Netto gekauft haben. Und ich fange mal kurz an vom schwarzen Netto. Und zwar gab es da im Angebot diese Woche diese Spritzbeutel aus Silikon mit solchen Aufsätzen. Wollte ich unbedingt haben, hat 2,99 € gekostet. Dann komme ich mal kurz noch zum Aldi. Und zwar gab es da diese Asia-Wochen und da gab es Currysoße mit Kokos. Die ist schon so fertig. Die hat, glaube ich, 1,99 € gekostet. Und das ist halt cool, wenn es mal schnell gehen muss, weil ja, es dauert ja immer eine Weile mit der Kokosmilch und so weiter. Das ist vielleicht auch für Robert auf der Arbeit was Schönes. Dann habe ich mir diese Finn-Brötchen mitgenommen. Ich habe leider schon zwei davon gegessen, so eine Toasties. Roggenmischerzeugnis. Auf jeden Fall sind das so eine Toasties, so eine dunklen und die schmecken mir richtig gut, aber die sind ein bisschen hart. Also die sind nicht so schön fluffig wie die Toasties, die ich sonst immer esse, aber ja, die kann ich euch auch empfehlen, 99 Cent. Und dann habe ich gesehen bei den Angeboten, oh, das habe ich im Kaufland vergessen, seht ihr, das wollte ich mitnehmen, Gnocchi mit oder aus Blumenkohl und Kartoffel und ich fand das mega interessant. Ich wollte die mal selber machen, aber ja. Ich muss sagen, wenn es um mich selbst geht, dann bin ich übelst faul und hau mir lieber schnell was ins Wasserbad oder in den Ofen und esse das dann. Und ja, die haben jetzt 2,49 € gekostet. Ist jetzt nicht so günstig, aber ich finde, das hört sich doch lecker an, oder? Falls ihr die schon mal probiert habt, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Dann waren wir bei Netto und zwar hatten wir da noch so eine Kleberabatte und ich hatte in der Werbung gesehen Gemüseschnitzel. Die waren in der Postabteilung. Da gab es auch noch eine andere Sorte, glaube ich. Und die sind vegan mit Möhren, Blumenkohl, Erbsen und Mais. Ja, und ich dachte, die sind vielleicht ganz cool für die Toasties und dann so burgermäßig. Mal sehen. Also Schnitzel, da sind jetzt 4 Stück drin und die können ja nicht so groß sein. Dann gab es auch bei Netto verschiedene Sorten von vegetarischen Gerichten. Die Frostergerichte gibt es jetzt teilweise auch schon in vegan oder vegetarisch, bin mir jetzt unsicher. Die haben mich auch interessiert, aber ich habe jetzt hier so eine Marke gesehen, die heißt Tico. Die sieht irgendwie voll aus, als hätten die Iglo nachgemacht. Oder gehören die irgendwie zusammen? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das jetzt Nasi Goreng in Veggie. Und da ist halt so ein Hähnchenersatz drin und ich habe das früher mal super gerne gegessen. Und ich hoffe, dass das auch schmeckt. Das sind 400 Gramm für 1,99 € gewesen. Und da gab es auch noch so mit roten Bohnen und so. Aber das kann ich ja wirklich, das geht ja auch schnell. Kann man das auch selber machen. Dann habe ich mir die hier mal mitgenommen, weil ich die mega interessant fand. High-Protein-Toasties. Ja, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist oder nicht, weil da ist auch viel Erbse drin. Und ja. I don't know. Erbsen ist meine Verdauung noch nicht gewohnt, zu viel Information. Aber falls ihr die auch getestet habt, schreibt mir das mal. Und die haben, glaube ich, die waren ein bisschen teurer. 1,49 €, glaube ich. Und meine Favoriten sind aber immer noch die vom Lidl. Und zwar sind das so, da sind 6 Stück drin für 99 Cent. Und die gibt es in Dinkel. Die mag ich am allerliebsten. Aber wir waren eben nicht beim Lidl, deswegen habe ich jetzt... Jetzt seid ihr fast umgefallen. Deswegen habe ich die mitgenommen. Und ich habe hier diese High-Protein-Wraps gesehen. Und ich hatte halt angesprochen, dass die kleiner sind wie normale Wraps. Weil ich esse lieber 2 Wraps anstatt einen großen, weil dann kann ich mehr Belag reinmachen. Und ich finde die Größe einfach richtig gut. Und genau, ich glaube, die haben auch 1,49 € oder so. Ich weiß es leider nicht. Bestehen aber auch fast nur aus Weizenmehl. Also... Normalerweise ist es egal, aber ich fand auf jeden Fall die Größe sehr gut. Und ich glaube, sonst gab es bei Aldi gab es nur mit Leinsamen oder so und das wollte ich nicht. Dann kommen wir jetzt zu dem Kaufland-Haul. Und zwar habe ich mir 2 Gurken gekauft. Die haben 1,39 € gekostet. Eine neue heiße Liebe, die ich nicht verstehe. Weiße Schokolade. Ich hatte mir diese No-Sugar-Schokolade geholt und diese hier... Ach, die ist echt ein Traum. Und ich weiß nicht, ob das noch super essgestört ist. Ich würde aber sagen, nicht.
also weil hier kein Zucker drin ist, habe ich irgendwie überhaupt null. Also ich habe eigentlich sehr selten schlechtes Gewissen, wenn ich jetzt übelst viel, also jetzt eine ganze Tafel Schokolade esse. Aber die hier hat nur 80 Gramm statt 100 und es ist kein Zucker drin und irgendwie. Also ich fühle mich gut, wenn ich die esse. Ich weiß es nicht. Vielleicht esse ich irgendwann welche mit Zucker. Auf jeden Fall ist die super lecker. Die schmilzt total schön im Mund, die ist richtig schön cremig und ich habe weiße Schokolade gehasst. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Es ist total komisch seit einer Weile. Ich hatte erst, bei mir hat es so angefangen, dass ich übelst empfindlich auf Gerüche geworden bin, dass mir übelst schlecht und so geworden ist, wenn ich irgendwas gerochen habe. Dann könnt ihr es glauben, ich kann kein Joghurt mehr essen. Mir schmeckt Joghurt nicht mehr. Es kann zwar dran liegen, dass dieses Verfallsdatum, was ich habe, einfach, also dass irgendwie was anders ist in dem Joghurt, dass er mir deswegen nicht schmeckt. Aber ich kann kein Joghurt mehr essen. Da wird mir schlecht bei Joghurt. Auf jeden Fall, ja. Schokolade, weiße Schokolade, meine Liebe. Obwohl ich ja eigentlich Zartbitter-Fan bin. Ja, dann habe ich auch eine kleine Sucht mit Käsekuchen entwickelt. Und dafür habe ich mir Eier gekauft. Und ja, ich nehme immer die hier. Die haben 1,99 € und die Schokolade 1,69 €. Dann gab es im Angebot so einen Auflauf, Liebe, Cheddar und Mozzarella über Backkäse von Mühlrahm für, habe ich das schon gesagt, 1,39 € oder 1,29 €. Ja, auf jeden Fall finde ich das voll gut, wenn Mozzarella drin ist, weil das schmilzt immer so schön. Dann habe ich dreimal diese Rama Crimpin zum Aufschlagen genommen, weil die nur 66 Cent gekostet hat und die normale 69. Und ich bin richtig begeistert von der, weil die bleibt auch schön lange fest, wenn man die aufschlägt. Also das ist auch ein kleiner Favorit. Und ja, eventuell werde ich nochmal etwas backen und ich komme immer an dieses Ringlicht dran. Dann auch im Angebot. Und Roberts Favorit sind diese Knack- und Backbrötchen Mehrkorn. Und die gibt es auch leider nur von dieser Marke. Von irgendwelchen Eigenmarken gibt es immer nur diese Weizenbrötchen. Und Robert isst die hier mit diesen Körnern sehr gerne. 99 Cent. Ich habe mir keine mitgenommen, weil ich immer dazu tendiere, alle sechs zu essen. Deswegen habe ich lieber die Toasties da. Genau, dann Exquisa Frischkäse. Den hat mir Mutti von Edeka mitgebracht. Den zeige ich jetzt einfach mal vollständigkeitshalber. Dann gab es Bacon im Angebot für 77 Cent, wenn man die Kaufland-App hat. Den habe ich für meinen Schatz mitgenommen. Und ich habe Brokkoli aus dem Gefrierer für 99 Cent. Das sind jetzt 300 Gramm. Kleine Story. Und zwar, ich esse sehr gerne Brokkoli. Das wisst ihr. Ich esse mittlerweile aber auch Kartoffeln und Möhren und. Ja, auf jeden Fall, Brokkoli ist und bleibt mein Favorite-Gemüse. Ich kann ohne Brokkoli nicht leben. Aber es ist etwas Furchtbares passiert. Und zwar, ich habe euch ja schon öfter mal auf der Instagram-Story mitgenommen, wenn ich irgendwie ein Tier oder so in meinem Brokkoli hatte, also so eine Larve oder so. Boah, mich schüttelt schon mehr, wenn ich dran denke. Ich habe wirklich, ihr müsst euch das vorstellen, wie in so einem Reel oder so. Ich habe so Brokkoli gegessen und dann sehe ich da so eine fette Raupe, also wirklich ungelogen. Also, ja, bestimmt so lang wie mein Auge. Also so. Auf jeden Fall sehe ich da so eine Raupe. Ich war erstmal so kurz geschockt. Ich hatte noch was im Mund. Dann nehme ich mein Handy, leuchte drauf, weil es war halt drüben ein bisschen dunkel. Hab drauf geleuchtet, hab festgestellt, es ist wirklich eine Raupe. Erstmal so alles aus meinem Mund fallen lassen und das war so eklig. Ich habe dann erstmal Mutti anrufen müssen, weil Robert auf der Arbeit war und ich habe mich so geekelt davor und dann war da halt so körniger Frischkäse auf der Raupe drauf und dann hatte ich so einen Glasteller gehabt und habe die, wie habe ich denn das gemacht? Ich glaube, mit einer Pinzette habe ich die von meinem Teller, also habe ich die von meiner Schüssel auf den Teller gemacht und dann wollte ich die abwaschen. Und ihr müsst euch vorstellen, ich hatte den Teller so in der Hand und dann ist die durch das Wasser, ist die an meinen Daumen rangekommen und ich habe reflexartig geschrien, den Teller weggeworfen. Der Teller ist natürlich in tausend Teile gesprungen und diese Raupe saß dann in meinem Waschbecken. Und Mutti war, wie gesagt, mit mir über FaceTime und ich, oh, ey, das war so eklig. Dann habe ich die Raupe genommen und ich hatte noch von der Trüffelbutter übrig so ein Glas, also mit so einem Verschluss drauf. Und dann habe ich die da reingesetzt und ja, weil ich dachte, dass sie vielleicht noch, also ich wusste ja, dass sie nicht lebt, aber ich war nicht sicher vor dieser Raupe. Also ja, kurze Storytime hier in diesem Fall. Dann habe ich bei Kaufland, also deswegen habe ich jetzt erstmal gefrorenen, weil die Wahrscheinlichkeit ist geringer, dass eine Raupe drin ist und die sind halt schon so klein geschnitten,
dass ich das besser sehen würde. Naja, ist auch egal, ist einfach für mein Gewissen. Auf jeden Fall, ich muss mal kurz in den Beutel gucken. Nein, das war nicht der Frischkäse. Doch, es war der Frischkäse, den ihr gehört habt. Ich bin super organisiert, wie immer. Die Rama Cremefin, die war auch noch im Angebot. Die finde ich super lecker. Die kann ich euch richtig empfehlen, wenn ihr was wollt, was ein bisschen wie Creme Fraiche ist, aber ein bisschen leichter. Und die ist super für Flammkuchen und so weiter. 66 Cent. Und ja, ich glaube, das war's. Oder? Ja, da ist noch Kuchen drin für Robert. Und ich wusste jetzt gar nicht, ob ich euch noch was erzählen wollte. Egal. Auf jeden Fall, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon so eine Raupenerfahrung gemacht habt oder nicht. Und was euer Lieblingsgemüse ist. Ja, also ich bin immer noch Team Brokkoli und bei Obst ist es immer noch Himbeeren und Süßigkeiten, weiße Schokolade. Ja. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, euch hat der Haul gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!